Das ist jetzt der Ben, der jetzt reinkommt. Wir sind mit dir. Aber sie werden dir mal sehen. Das Schönste, was wir haben im Büro, ehrlich gesagt. Ja. Track by Track, heute Nummer 5. Der teuerste Song, den wir haben, Mona Lisa. Der teuerste Song, den wir haben, ja, das ist schön gesagt. Es ist der 5. Song auf unserem Album Finale, aber der 2., den wir in der Produktion in Angriff genommen haben, schwirrt schon ein Weile um. Es gibt auch einen Videoclip dazu. Der Song, kann man glaube ich mit gutem Gewissen sagen, ist sehr Latin gefärbt, also sowohl was Chords betrifft, als was auch die Rhythmik und Claps und so. Ist uns wichtig bei diesem Song, dass es ein bisschen aufrecht hält. Und von der Topic her geht es um Freiheit, um das goldige Käfig. Das kann man vielleicht auch ein bisschen auf unsere Gesellschaft münzen, dass wir da bei uns im Westen zwar alles haben, aber nichtsdestotrotz immer wieder irgendwelchen unglücklichen Gesichtern begegnet. Und so soll auch die Geschichte in dem Song sein, die Mona Lisa, die zwar im Prunkpalast Louvre wohnt, und dann letzten Endes geklaut wird von einem Dieb. Und was für die einen ein Raub ist, ist für sie der Weg in die Freiheit. Der Dieb hat es ja damals tatsächlich gegeben, das ist der Vincenzo. Und der ziert auch das Cover von der Single Mona Lisa. Der gleicht dir auch ein bisschen. Der italienische Flair geht da durch. Und du liebst Happy Ends. In meinen Songs oder generell, meinst du das? Ich weiss nicht, ich sage generell oder nur in den Songs? Nein, es geht. Ich finde, wenn es zu cheesy ist, finde ich es so ein bisschen Aber natürlich, wer hat nicht schon gern, wenn es gut ausgeht? Ich wäre nicht okay, wenn Mona Lisa nicht ein anständiges Happy End hätte. In dem Sinn, danke Blick. Für das Happy End kann ich nicht sagen, das könnte falsch verstanden werden. Mona Lisa, oh, oh Mona Lisa, du hast so viel gesehen.